Michael Saylor bzw. MicroStrategy, was ja der größte institutionelle Bitcoin-Holder ist, stößt zum ersten Mal in der Geschichte BTCs ab, bewegt Sam Bankman-Fried heimlich Insolvenzgelder von Alameda Research, Solana fällt zum ersten Mal seit über 2 Jahren unter $10. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir und das sind so die wichtigsten Themen des heutigen Videos. Leute, wie immer für alle, die nach einer oder einer neuen Crypto-Exchange suchen, mit dem allerersten Link in der Beschreibung gibt es auch noch den 10€ Willkommensbonus bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitwavo. Das ist aber wirklich auch nur ein Bonus, denn Bitwavo hat über 180 verschiedene Coins, ist super einfach zu bedienen, günstig, extrem sicher, bietet eine Kontogarantie, die euch bis zu 100.000€ absichert und vieles mehr. Schadet keinem, sich das zumindest mal angeschaut zu haben und dann wünsche ich euch aber viel Spaß beim heutigen Video. So, heute geht es mal nicht mit dem klassischen Bitcoin Daily Chart los, denn ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, viel ist seit gestern nicht passiert. Aber was ich euch heute mitgebracht habe, ist dieser Bitcoin Yearly Chart, bei dem eine Kerze ein Jahr widerspiegelt. Und den meisten fällt es wahrscheinlich direkt auf, in der gesamten Geschichte von Bitcoin hatten wir noch nie 2 rote Jahreskerzen hintereinander gesehen. Nach jedem roten Jahr, wie zum Beispiel dem, was wir jetzt auch hinter uns haben, folgte bisher ein grünes Jahr. Jetzt, ich weiß, dass viele bei so etwas immer gerne mit dem Argument kommen, dass Bitcoin aber noch nie eine richtige Rezession durchgelebt hat und während das natürlich auch vollkommen stimmt, trotzdem schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob Ende 2023 über oder unter $17.000 enden wird, denn ich glaube, dass dieses Jahr sehr wahrscheinlich circa dort enden wird. Also 1 für über 17.000 und 2 für unter 17.000. Schreibt mir gerne einfach eure Zahl in die Kommentare. Dann Michael Saylor verkauft im Namen von MicroStrategy zum ersten Mal Bitcoin und zwar 704 BTC für ungefähr $11.8 Millionen. Ja, das sind tatsächlich keine Fake News, aber keine Sorge, unser größter Bitcoin-Bulle hat jetzt nicht plötzlich seine Meinung geändert. Einerseits hat Michael Saylor 2 Tage später 810 BTC gekauft, was also mehr ist als die Position, die er verkauft hat, und andererseits heißt es auch in einer Einreichung bei der SEC, Zitat, MicroStrategy plant, die aus diesen Transaktionen resultierenden Kapitalverluste gegen frühere Kapitalgewinne zurückzutragen, soweit solche Rückträge nach den derzeit geltenden bundesstaatlichen Einkommensgesetzen verfügbar sind, was zu Steuervorteilen führen kann. Michael Saylor hat also nicht verkauft, um jetzt Bitcoin irgendwie den Rücken zuzuwenden, sondern einfach um steuerlich einen Vorteil zu bekommen, um wahrscheinlich am Ende einfach noch mehr Bitcoins zu kaufen. Was mir aber auch irgendwie aufgefallen ist, als ich mir diesen Chart hier angeschaut habe, der zeigt, wann MicroStrategy immer Bitcoins gekauft hat, dass vor allem die größeren Käufe, was hier die größeren Kreise sind, immer kurz vor einem stärkeren Rückgang passiert sind. Klar, im Prinzip betreibt MicroStrategy einfach DCA, also Dollar Cost Averaging, aber bin das nur ich oder hatte MicroStrategy beim Timing von all diesen Käufen in letzter Zeit echt ein bisschen Pech gehabt. Naja, weiter geht's mit dem Bitcoin-Miner Argo Blockchain, einer der größten öffentlichen Miner und auch einer, der aktuell in einer sehr kritischen Situation steckt bzw. steckte. Vor ein paar Tagen hatten wir schon die News bekommen, dass Argo gestern, also am Mittwoch, eine größere Ankündigung machen wollte, weshalb auch der Handel an der Nasdaq komplett ausgesetzt wurde. Nun, jetzt wissen wir, wieso Argo da so eine große Sache draus gemacht hat, denn für 65 Millionen US-Dollar hat der Bitcoin-Miner nun sein größtes Rechenzentrum, welches sich in Texas befindet, an Galaxy Digital verkauft. Hinzu kommt dann auch noch ein 35 Millionen Dollar Darlehen, das durch mehr als 23.000 Mining-Maschinen besichert ist, was diese ganze Rettungsaktion jetzt auf insgesamt 100 Millionen US-Dollar bringt und sich tatsächlich auch positiv auf den Aktienpreis von Argo ausgewirkt hat, der gestern um über 120% gestiegen ist. Damit ist Argo immer noch, ich weiß nicht, so 96% oder so vom Allzeithoch entfernt, aber trotzdem können sie mit diesem Deal jetzt vielleicht eine Insolvenz vermeiden, was schon mal besser wäre als die vorherige Situation. Des Weiteren wird China, der lokalen Nachrichtenagentur Sina News zufolge, am 1. Januar 2023 seine erste regulierte Plattform für den Handel mit NFTs einführen. Ja, das China, welches letztes Jahr noch all ihre Bitcoin-Miner wie Ratten aus dem Land vertrieben hat, startet jetzt seinen ersten staatlich unterstützten Marktplatz für Non-Fungible Token. Das ist natürlich innerhalb der extrem strengen Vorschriften dort höchstwahrscheinlich eine rechtliche Grauzone, aber es zeigt einfach nochmal, dass auch China verstanden hat, dass wenn sie bei diesem Technologiespiel nicht mitspielen, dass es für sie am Ende sehr schlecht enden wird. Der Marktplatz wird aber nicht nur für digitale Sammlerstücke verwendet, sondern auch für den Handel mit digitalen Urheber- und Eigentumsrechten. Um ganz kurz beim Thema China zu bleiben, auch in Bezug auf ihre CBDC, also den digitalen Yuan, hat sich die Regierung nun etwas Neues ausgedacht. Es gibt nämlich eine traditionell chinesische Art, Geld zu verschenken, und zwar in kleinen roten Päckchen, was dort als Hongbao bezeichnet wird. Ob ich das richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht, aber vor allem rund um das Neujahr oder das chinesische Neujahr, welches am 22. Januar sein wird, ist es eine Glücksgeste, Geld in diesen roten
ersten Päckchen zu verschenken. Jetzt, um die Adoption ihrer CBDC zu beschleunigen, kann man nun auch über die ECNY-App genau solche rote Päckchen versenden, nur eben digital und mit der dortigen CBDC. So, und bevor wir wie so oft noch auf einige Updates zum ganzen Thema Sam Bankman-Fried und FTX schauen, wollte ich aber auch nochmal kurz auf das ganze Thema Solana zu sprechen kommen. In einem meiner letzten Videos ging es ja schon um die neuesten News, dass die zwei größten NFT-Projekte von Solana 2023 das Ökosystem verlassen und auf Ethereum bzw. Polygon wechseln werden. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass der Preis des Soul-Tokens zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder unter $10 gefallen ist, also ein einstelliger Preis für Solana. Und weil diese psychologisch sehr wichtige Marke jetzt nochmal für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt hat, wollte ich auch nochmal meine persönliche Meinung zum ganzen Thema Solana von mir geben, denn auch ich halte, obwohl der Preis allein in den letzten 8 Wochen nochmal um 73% eingebrochen ist und der Total Value Lock des Solana-Ökosystems insgesamt 97% unter dem All-Time-High steht, immer noch eine kleine Position in Solana, die auch ich noch nicht verkauft habe. Deshalb klar, es ist blöd, dass Top-NFT-Projekte jetzt auch noch das Solana-Ökosystem verlassen und auch, dass dieses Jahr Solana so extrem viele Ausfälle hatte, aber das trotzdem meiner Meinung nach Wichtigste, was Solana jetzt nochmal so extrem stark in den Keller getrieben hat, war auf jeden Fall das Engagement in FTX von der Solana Foundation. Sie hatten $1 Million in Cash oder Cash-Äquivalenten, 3,24 Millionen Aktien von FTX Trading Ltd., 3,43 Millionen FTT-Token, 134,54 Millionen SRM-Token und 50,5 Millionen Soul-Token, alles auf FTX und erstmal weg. Das hat das gesamte Solana DeFi-Ökosystem komplett durcheinander gebracht und deshalb verständlich, dass einige ihre Token verkauft haben und der Preis deshalb auch etwas eingestürzt ist. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Solana bzw. die Solana-Community jetzt im Bärenmarkt aufhören wird, an dem Projekt zu arbeiten bzw. das Projekt jetzt umzustrukturieren. Daher mein Standpunkt ist, dass Solana in diesem Bärenmarkt kein Projekt sein wird, welches komplett auf Null fällt. Ich glaube, dass der Preis des Soul-Tokens im nächsten Bullrun auch nach oben tendieren wird und auch wenn wir niemals das ehemalige All-Time-High erreichen, glaube ich trotzdem, dass der Preis irgendwann auf jeden Fall mal wieder deutlich höher stehen wird, als wir aktuell sind und deshalb verkaufe ich meine Soul-Token noch nicht und warte auf den nächsten Bullrun. Das ist aber auch wirklich nur meine Strategie. So, und dann Sam Bankman-Fried. Zunächst mal haben wir eine neue Sammelklage von FTX-Nutzern, die nicht nur ihr Geld vollständig zurück wollen, sondern auch gegenüber den Gläubigern eine vorrangige Behandlung beantragen. Die Sammelklage wurde vorgestern beim zuständigen Insolvenzgericht von Delaware eingereicht und es heißt, Zitat, die Kunden sollten im Insolvenzverfahren nicht mit anderen Gläubigern auf eine Stufe gestellt werden, nur um anteilig aus der verbleibenden Konkursmasse von FTX und Alameda entschädigt zu werden. Alle Kryptovermögenswerte, die also klar als Kundengelder identifiziert werden, sollen nicht irgendwie zuerst an die Gläubiger gehen, sondern direkt an die Kunden, bis alle Kunden vollständig entschädigt sind und erst dann sollen die Gläubiger dran sein. Des Weiteren, nachdem sich ja jetzt einige FTX-Führungskräfte bereits als schuldig bekannt haben, soll es für Sam Bankman-Fried hoffentlich nächste Woche auch soweit sein. Am Nachmittag des 3. Januar soll Sam nämlich vor Gericht erscheinen, damit offiziell anerkannt werden kann, ob er in Bezug auf die 8 Anklagepunkte gegen ihn schuldig oder unschuldig ist. Zum Schluss wird es aber nochmal richtig spannend, denn kurz nachdem Sam Bankman-Fried ja jetzt auf Kaution freigelassen wurde, haben einige auf Twitter nun auf sehr merkwürdige Aktivitäten bei den Alameda-Wallets aufmerksam gemacht, denn plötzlich kann man hier on-chain erkennen, dass einige ERC-20-Token von diesen Wallets in ETH und USDT getauscht wurden. Mein erster Gedanke war, das ist doch sicherlich nur das Insolvenzteam, aber wenn man sich mal anschaut, wie genau diese Assets transferiert wurden oder auch noch werden, dann ist das schon echt extrem komisch. Die ETH und USDT wurden nämlich dann durch sogenannte Instant Exchangers bzw. Kryptomixer geschleust. Wie Martin Lee von Nansen schreibt, die Konsolidierung der Assets ist sinnvoll, aber nach der Konsolidierung werden die Gelder an neue Wallets gesendet, bevor sie an ChangeNow/FixedFloat gesendet werden. Laut ZechXBT werden diese Assets dann am Ende in BTC geswappt. Die Frage, die sich jetzt aber alle stellen, bewegt Sam Bankman-Fried heimlich Insolvenzgelder oder was geht hier vor? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was hier passiert. Für heute war es das aber, vergesst nicht, dem Video noch ein Like dazulassen und dann sehen wir uns morgen wieder.